Ich habe mir dann auch viele Sorgen gemacht, ob ich überhaupt mit einem Rollstuhl als Ärztin arbeiten kann. Ein Arzt ist immer gesund, trägt einen Kittel, läuft über die Station, ist ein Halbgott und fertig. Und dass man dann als Behinderter das trotzdem macht, ist erstmal nicht in den Köpfen der Leute drin. Und in meinem eigenen war es halt auch nicht so drin. Ich dachte immer, wenn es tatsächlich so weit kommt, dass ich irgendwann mal einen Rollstuhl brauche, dann kann ich nicht mehr arbeiten. So habe ich das immer gedacht. Als Kind, Jugendliche war Behindertsein immer eine Beleidigung. Also nicht nur, dass ich das so empfunden habe, sondern wirklich auf dem Schulhof hieß es dann auch, wenn Kinder oder Jugendliche sich gestritten haben, ey, du bist ja behindert. Das war dann immer so der Stempel drauf. Mein Name ist Barbara Schnieder. Ich bin Ärztin von Beruf und habe mit 18 einen ganz normalen Führerschein gemacht. Da war ich noch relativ fit. Als Grunderkrankung habe ich eine FSHD. Das ist eine Form von Muskeldystrophie. Und im Laufe der Jahre merkte ich dann, dass ich ein bisschen langsamer wurde beim Pedalewechseln. Und da habe ich mir gedacht, na, das muss man überprüfen lassen. Ich fange jetzt einen neuen Job an. Mit dem Auto wäre der Weg 40 Minuten. Und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln habe ich tatsächlich 3 Stunden gebraucht. Und das Hin und Zurück jeden Tag wäre gar nicht machbar. Ja, und das Auto brauche ich einfach, um wieder arbeiten zu können. Also das bedeutet für mich auch schon einfach, kann ich noch im Berufsleben stehen oder nicht. Das ist tatsächlich abhängig vom Auto. Das Face Drive ist erstmal ganz was anderes. Muss man sich gut drauf einstellen, ist erstmal ungewohnt. Ich finde es aber toll, dass es das gibt. Weil vorher bin ich ja noch mit den beiden Füßen gefahren. Und das war am Ende auch noch machbar, aber anstrengend. Also von der körperlichen Anspannung her, vom Rücken her, konnte ich nicht länger als eine Dreiviertelstunde oder Stunde fahren. So habe ich jetzt die Möglichkeit, in alle Richtungen den Sitz elektrisch zu steuern. Und mir den so einzustellen, dass ich den Transfer selbstständig schaffe. Also das ist halt das Wichtige, dass ich es alleine schaffe. In meinem Leben war der Rollstuhl für mich schon eine große Tiefe, weil ich immer der Überzeugung war, dass ich nie einen Rollstuhl brauche. Und selbst wenn ich eine Erkrankung habe, die fortschreitet, schaffe ich das mit ganz viel Biss und Willen, bis ewig ohne Rollstuhl klarzukommen. Und überhaupt erstmal dieses Gefühl dafür zu entwickeln, dass der Rollstuhl ja gar nicht mein Feind ist, dass ich vermeiden muss, da reinzukommen, sondern das Gegenteil. Ich setze mich rein und ich habe wieder ganz neue Möglichkeiten, die ich vorher nicht hatte. Und genau das Gleiche ist dann halt auch mit dem Auto. Selbst ein gesunder Mensch merkt natürlich erst, wie wichtig sein Auto ist, wenn es kaputt ist und er nicht mehr darauf zurückgreifen kann. Und gerade wenn man mobilitätseingeschränkt ist, hat das noch mal viel mehr Bedeutung. Ich war schon vor, ich sag mal, knapp 2 Jahren ganz positiv überrascht, wie viel Erfahrung in der Beratung hier drin steckte. Gerade bei Erkrankungen, die sich verändern, ist es halt auch total wichtig, dass man da die Flexibilität hat, auch am Auto immer wieder was verändern zu können. Nächsten Monat heiraten wir und ja, dann denke ich, wird das Sodermann umgebaute Auto auch unser Hochzeitsauto werden.